Hallo! Nachdem ich euch im letzten Video besondere Bücher gezeigt habe, die ich letztes Jahr gelesen habe und die wirklich ganz, ganz, ganz nah neben meinen Jahreshighlights stehen, gibt es nun meine Jahreshighlights 2016. Das erste Buch wird einige wahrscheinlich gar nicht überraschen, es ist ein Klassiker, und zwar Der Raritätenladen von Charles Dickens. Hier geht es um den Raritätenhändler Trent und seine verwaiste Enkelin Nell. Der sogenannte Gnom Kilp ist auf ihr Geld aus und bedrängt die zwei so stark, dass sie irgendwann keine andere Möglichkeit mehr sehen, als zu flüchten. Sie verlassen ihre Heimat London mit nur wenig Besitz und ziehen fortan durch England. Dort lernen sie die verschiedensten Menschen kennen. Manche möchten ihnen helfen und bieten Unterschlupf, andere möchten ihnen schaden, auch vor denen müssen sie dann flüchten. In London bemerkt der Gnom Kilp irgendwann, dass die zwei verschwunden sind und möchte sie ausfindig machen. Das ist gar nicht so leicht und deswegen schmiedet er geheime Pläne und zieht auch verschiedene Figuren in seine Machenschaften hinein. Er ist aber nicht der Einzige, der die zwei wiederfinden möchte. Da gibt es auch noch Kit, wenn auch mit ganz anderen Absichten. Kit war der beste und einzige Freund von Nell und er war auch der Gehilfe von Trent. Er macht sich Sorgen und möchte deswegen die zwei wiederfinden. Als der Gnom Kilp aber erfährt, dass auch Kit auf der Suche nach den beiden ist, sieht er seine Chancen erhöht und verwickelt auch Kit in seine Intrigen, ohne dass der Arme das bemerkt. Und so nimmt die Geschichte mit vielen Wendungen und Überraschungen ihren Lauf. Mir war wirklich nicht eine einzige Sekunde langweilig, als ich dieses Buch gelesen habe. Es war für mich auch ein Buch, ihr kennt dieses Gefühl bestimmt, man fängt an, liest die ersten Seiten und es steckt sofort in dieser Welt drin und ist umgeben von dieser Atmosphäre und alles um einen herum in der Wirklichkeit ist wie ausgeblendet. Ein solches Buch war es für mich. Ich fand es wirklich wundervoll und es war ein Buch, das mich wirklich durchweg begeistern konnte. Manchmal war es rührend und traurig, manchmal war es sehr heiter und lustig. Also es bietet auch sehr viel und es ist spannend und entspannend zugleich für mich gewesen. Ich fand die Sprache auch wundervoll. Die Figuren wurden lebendig, genauso aber auch die Straßen, die Landschaften, einfach alles. Ich hatte sofort ein ganz, ganz klares Bild von allem und jedem im Kopf, als ich dieses Buch gelesen habe. Und es war einfach unfassbar fesselnd. Ich hatte mir vorgenommen, nicht zu schwärmen in diesem Video. Ein ganz, ganz, ganz toller Klassiker zum Abtauchen, Eintauchen und nie wieder auftauchen. Noch ein Jahreshighlight war für mich Das Seelenhaus von Hannah Kent. Das ist ein Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, spielt in Island 1828 und es geht hier um die Magd Agnes. Sie wird zu Tode verurteilt, weil sie zwei Männer ermordet haben soll. Bis zum Tag der Exekution, das dauert noch ein bisschen, wird sie auf den Hof einer Familie gebracht. Die Familie ist empört darüber, dass sie eine Mörderin bei sich aufnehmen müssen und lassen Agnes das auch spüren. Nun ist sie aber da und den Familienmitgliedern fällt es schwer, Agnes einzuschätzen. Sie ist sehr verschlossen, gibt nicht sehr viel von sich preis und verhält sich auch recht unauffällig. Sie verhält sich nicht wie eine verrückte, hysterische, aber auch nicht wie eine demütige, verzagte Frau. Erst als der Pfarrer Totti regelmäßig zu Besuch kommt, um die Seele von Agnes reinzuwaschen und sie zu bekehren, erfahren der Pfarrer und auch die Familienmitglieder, weil sie zuhören, mehr über Agnes, wer sie wirklich ist, was sich wirklich in dieser Mordnacht ereignet hat. Gleichzeitig rückt eben auch der Tag der Exekution näher und so erfahren wir auch, welche Gedanken Agnes hat und was sie fühlt, wohl wissend, dass sie bald umgebracht wird. Das war ein Buch, das mich sehr berührt hat und das noch sehr, sehr lange in mir nachhalte. Ich fand es wunderbar, wie glaubwürdig alle Charaktere hier dargestellt wurden, insbesondere Agnes. Man steckte wirklich in ihrem Kopf und in ihrem Herzen drinne. Ich fand das Buch auch sehr spannend durch die langsame Enthüllung der Ereignisse, die zu diesem Verbrechen führten und weil wir eben Agnes auch nur Stück für Stück immer besser kennenlernen und verstehen. Sehr atmosphärisch, sehr beklemmend auch, aber beklemmend schön. Ich fand es wirklich toll und vor allen Dingen auch sehr interessant und ich hoffe sehr, dass wir bald mehr von Hannah Kent lesen können. Das nächste Buch ist wieder ein Klassiker, den ich erst im Dezember gelesen habe, und zwar Dostojewski mit Aufzeichnungen aus dem Abseits. Hier geht es um den Ich-Erzähler, der im ersten Teil des Buches viel philosophiert, Kritik übt an der Menschheit und der Gesellschaft und versucht, dem Leser seinen Charakter näher zu bringen. Er versucht es, denn
Er widerspricht sich sehr, sehr oft und es fällt dem Leser doch schwer, ihn einzuschätzen. Das ändert sich dann im zweiten Teil. Nach und nach offenbart sich dort dem Leser das wahre Wesen und die Psyche des Ich-Erzählers und die ist sehr kompliziert. Fest steht auf jeden Fall, dass er Schwierigkeiten hat im Umgang mit anderen Menschen. Ansonsten widerspricht er sich weiterhin, was auch darauf hindeutet, in welchem Zwiespalt er mit sich selbst steckt. Das äußert sich beispielsweise dadurch, dass er sich selbst anklagt, dass er sich selbst rechtfertigt, dass er andere beschuldigt, dass er die Mitmenschen verachtet, dass er aber gleichzeitig den Wunsch hat, dazuzugehören. Er sieht sich als geistig überlegen, gleichzeitig aber auch als minderwertig an und so weiter. Und sehr viel, ja, das macht es einfach unglaublich interessant. Er spricht hier auch immer wieder zum Leser und widerlegt beispielsweise auch die Argumente, die der Leser möglicherweise anbringen könnte. Ja, ich bin wieder einmal nicht enttäuscht worden von Dostojewski. Er versteht es einfach wie kein anderer, finde ich, die Psyche der Menschen so genau und so treffend darzustellen und so facettenreich und so vielschichtig und sehr glaubwürdig und sehr realistisch. Und ach, der erste Teil erschließt sich übrigens nach Beenden der Lektüre nochmal viel besser. Das dazu. Das nächste Buch hat mich unfassbar gut unterhalten, und zwar Die Revolution des Mondes von Andrea Camilleri. Das Ganze spielt auf Sizilien 1670. Der spanische Vizekönig, der auf Sizilien regiert, stirbt. Der königliche Rat reibt sich die Hände, denn sie möchten die Situation ausnutzen und ihre Machenschaften und ihre Macht erweitern. Aber der Vizekönig hat ihnen bereits einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn er hat in seinem Testament festgehalten, dass seine Ehefrau Eleonora di Mora seine Nachfolge antreten soll. Die Thronfolgerin setzt sich auch sofort für Gerechtigkeit ein, sie setzt Reformen durch und versucht gegen die Intrigen und die Korruption im Land anzukämpfen. Aber natürlich werden die Mitglieder des Königlichen Rats ihre Pläne deswegen nicht auf Eis legen. Die Frage hier ist, was 27 Tage nach dem Amtsantritt von Eleonora di Mora passiert. Übrigens existierte Eleonora di Mora wirklich, da aber seinerzeit wenige oder fast gar keine Aufzeichnungen über ihre Zeit als Regierende festgehalten wurden, entspringt hier sehr, sehr viel der Fantasie des Autors und das, finde ich, hat er wirklich wunderbar gemacht. Ich fand das Buch unfassbar unterhaltsam. Es war ein richtiger Page-Turner für mich. Ich weiß noch, dass ich wollte eigentlich nur so eine halbe Stunde ungefähr lesen, habe dann aber alles stehen und liegen gelassen, weil ich das Buch nicht aus der Hand legen wollte und konnte und habe das dann in einem Rutsch durchgelesen und war dann am Ende traurig, dass es schon zu Ende ist. Es war stellenweise auch wirklich sehr lustig, durchweg fesselnd, einfach eine wirklich tolle Unterhaltung. Das nächste Buch ist Die Schachnovelle von Stefan Zweig. Das Ganze spielt auf einem Dampfer. Einer der Passagiere ist der amtierende Schachweltmeister. Er weckt natürlich die Neugier einiger Mitreisender und so ergibt es sich dann später, dass der Schachweltmeister gegen eine Gruppe Passagiere ein paar Partien Schach spielt. Erst als ein Mann namens Dr. B. sich am Spiel beteiligt, ändert sich der Spielverlauf und es wird spannend, da der Schachweltmeister ein bisschen an seiner Selbstsicherheit verliert. Nun weckt Dr. B. das Interesse des Ich-Erzählers und deswegen sucht er ihn nach der Partie auf. Sie beginnen ein Gespräch und Dr. B. erzählt ihm seine Geschichte, wie es dazu kam, dass er ein so wahnsinnig guter Schachspieler ist und auch warum das soeben gespielte Schachspiel so gefährlich für ihn ist. Und da wird die Novelle eigentlich erst richtig interessant. Die Geschichte ging mir unter die Haut, es hat mich schon auch aufgewühlt. Ich finde, es ist ein sehr interessantes, vor allen Dingen aber auch sehr wichtiges Buch. Wahrscheinlich wird es deswegen auch so oft in Schulen gelesen. Eine bedrückende, aber sehr lesenswerte Geschichte. Den nächsten Schatz hatte ich auch erst vor kurzem gelesen, und zwar Das Leben ist ein merkwürdiger Ort von Laurie Ostlund. Hier geht es um Aaron, der sich von seinem langjährigen Freund trennt und einen Neuanfang in San Francisco wagt. Er erinnert sich immer wieder an seine Vergangenheit, an seine Kindheit. Der Vater, unter dem er sehr litt und der früh starb, seine Mutter, die ihn verließ und die Menschen, die sich dann später um ihn kümmerten. In San Francisco arbeitet er als Englischlehrer für Ausländer und auch dort trifft er wieder viele verschiedene Menschen. Und so
werden in diesem Buch viele verschiedene Leben von unterschiedlichen Figuren mit ihren ganz eigenen Schicksalen auf eine wunderschöne Art miteinander verwoben. In diesem Buch geht es um das Leben mit allen Zutaten. Einsamkeit und Freundschaft, Familie und Trennung, Ängste und Neuanfänge, Hoffnungen und Resignationen. Es geht um Außenseiter, es geht um das Gefühl von Menschen, die einem am nächsten stehen, nicht verstanden zu werden, aber auch um das Verständnis, das erst aufkommt, wenn man selbst einige Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Es war für mich ein zwar ruhiger, aber sehr eindringlicher Genuss. Für mich hat Laurie Ostlund hier auf eine wunderschöne Art, eine wunderschöne Geschichte mit mehreren Geschichten geschrieben, ohne jemals irgendetwas zu überladen. Und ja, gefiel mir sehr. Es geht etwas bedrückend weiter mit Die Vegetarierin von Han Kang. Es geht um eine Frau, die in Südkorea beschließt, Vegetarierin zu werden. Diese scheinbar simple Entscheidung bringt aber einen Stein ins Rollen, denn ihre Familie will ihre Entscheidung nicht akzeptieren. Erzählt wird uns die Geschichte aus der Perspektive ihres Ehemanns, ihres Schwagers und ihrer Schwester. Die Vegetarierin selbst bleibt hier recht stumm und wir erfahren wirklich nur sehr, sehr wenig über ihre Gedanken. So kommt sie dem Leser nicht wirklich nah und so stellen sich vor allen Dingen am Ende sehr, sehr viele Fragen. Mich hat dieses Buch eine sehr lange Zeit beschäftigt, fast schon rekordverdächtig, würde ich sagen. Und das Interessante war, dass je mehr ich mir über dieses Buch Gedanken gemacht habe, umso mehr Fragen stellten sich dann auch im Laufe der Zeit. Aber ich fand das unfassbar interessant und mir hat dieses Buch mit jedem vergehenden Tag noch besser gefallen. Je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht habe, umso beeindruckender fand ich es, weil der Aufbau sehr interessant ist, weil die Herangehensweise, die Art, über dieses Thema zu schreiben, finde ich sehr ungewöhnlich ist. Und es ja ein wirklich eindringliches, beklemmendes, düsteres Buch über den Versuch eines Ausbruchs, einer Revolte. Es geht auch um Verzweiflung und um Selbstbestimmung und alles andere sollte jeder Leser für sich selbst entdecken. Es ist ja, halt immer noch nach. Ja, das war's mit den Romanen und Novellen, aber ich habe noch drei Graphic Novels, die letztes Jahr für mich besonders hervorstachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Zum einen die Enzyklopädie der frühen Erde von Isabel Greenberg. Hier wird uns die Geschichte der frühen Erde, der frühen Zeit erzählt, und zwar durch einen begnadeten Geschichtenerzähler. Der Junge reist von seiner Heimat, dem Nordpol oder Nordland, bis zum Südland und sammelt während seiner Reise verschiedene Geschichten aus verschiedenen Orten und Kulturen. Es vermischen sich hier also bekannte Mythen, Sagen, Legenden, Märchen, Religiöses, Geschichtliches, alles Mögliche auf eine sehr fantasievolle und dadurch auch sehr neue Art und Weise. Und genau das machte diese Graphic Novel für mich so magisch. Die Zeichnungen sind hauptsächlich in Schwarz-Weiß gehalten, Farben wurden nur gezielt und sehr wirkungsvoll eingesetzt. Das gefiel mir auch sehr gut. Eine Graphic Novel, in der man sich gerade nachts im Bett sehr gut verlieren kann. Die nächste Graphic Novel, die es mir angetan hat, ist Gift von Permeter. Die Zeichnungen sind von Barbara Jellin. Das beruht auf einer wahren Begebenheit, und zwar geht es hier um den Fall Gesche Gottfried. Gottfried wurde 1828 in Bremen zu Tode verurteilt, weil sie mehrere Menschen mit Gift umgebracht haben soll. Wir folgen hier einer Engländerin, die kurz vor der Exekution in Bremen eintrifft. Sie erfährt während ihres Aufenthalts immer mehr über den Fall und dringt immer mehr in diese Geschichte ein. Und wird aus verschiedenen Gründen den Bremern ein Dorn im Auge. Auch optisch finde ich diese Graphic Novel sehr ansprechend. Es sind Bleistiftzeichnungen, sehr, sehr schön, die, wie ich finde, die Stimmung auch sehr gut unterstreichen. Ich fand auch den historischen Überblick ganz zum Schluss des Buches sehr hilfreich und informativ. Last but not least, Ardalan von Prado. Eine Frau möchte gerne mehr über ihren verstorbenen Großvater erfahren und sucht deswegen Fidel auf. Fidel ist ein alter Mann, der einsam in seinem abgelegenen Haus lebt. Fidel berichtet der Frau, woran er sich erinnert. Doch das ist manchmal etwas verwirrend. Auch die Frau bemerkt bald, dass sich ja Träume, Halluzinationen und Erinnerungen vermischen und nicht mehr ganz auseinanderzuhalten sind. Es hängt alles immer davon ab, wohin der Wind Ardalan den alten Fidel entführt. Die Geschichte ist fantasievoll, magisch, aber auch melancholisch und
ja, einfach wunderschön, so wie auch die Zeichnungen. Die Farben fand ich auch schön. Das Hauptthema ist hier natürlich die Erinnerung, aber auch die Zeit. Und beides wird gerade für eine Graphic Novel sehr tiefgehend, auch mit wissenschaftlichen und philosophischen Ansätzen behandelt. Und das auf eine sehr verständliche Art und Weise durch zwei Einschübe in Textform. Ich fand diese Graphic Novel außergewöhnlich und auch sehr, sehr ansprechend. Ja. Und das waren dann meine Jahreshighlights 2016. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr auch einige dieser Bücher gelesen habt und ob sie euch auch so begeistern konnten wie mich. Wenn ihr möchtet, lasst mich auch gerne wissen, welches Buch euer Jahreshighlight aus dem letzten Jahr war. Dann kann ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch schöne Lesestunden. Macht's gut!